ist auf den Champion immer ein bisschen mehr. Und Midlane wird jetzt gegankt. Ist der Nocturne da? 4 sitzt. Orianna flasht es. Der 4 geht allerdings durch. Und der Bonus-Move im Speed von Nocturne secured dann in dem Sinne auch den Kill. Aber jetzt findet man diesen Maokai. Der jetzt seine Combo schon raus. Quaskanen jetzt ohne Mana. Und der Nocturne wird jetzt einfach runtergerannt. Kriegt aber noch ein Healing. Aber das Ganze reicht nicht. 1-1 straight. So, Nocturne jetzt auf dem Toplane-Gank. Jochen gerade jetzt Level 6 geworden, aber der wird lange durch CC'd, fiel jetzt auch drauf und kein Problem, hier diesen Kill abzuholen. Damit er ein bisschen früher den Nocturne hätte sehen können. Maokai jetzt hier Botlane. Nautilus trifft hier direkt den Hook. Maokai flasht auch direkt ran mit der W und Nati hatte jetzt keine Chance mehr. Gold-Teams oder Platin-Teams. Nocturne geht hier mit der Ult rüber. Huckt sich ran, aber das ist egal, der 4 geht trotzdem durch, kein Flash für Olli und damit geht auch bis jetzt einen sehr defensiven Item-Build mit einem Kindle-Gem und es sieht dann aus, als würde hier dieser Renekton diesen Aatrox diven wollen. W kommt rein, Dash, Slice and Dice, Q und raus ist er. Guck mal vorbei, wartet das Ganze auch und der geht hier vielleicht dafür. Sören zündet hier seine Ulti und Tunak muss jetzt hier aufpassen, versucht einfach geradeaus wegzurennen. Und dieser Renekton hat immer noch keine Ult ab. Kaskelin jetzt mit der Ult hinterher, der Chaos Storm und Winger Dorfstrom kann hier noch davon flashen. Genauso wie dieser Nocturne. Jinxwalker kommt geflogen, der ist sehr starker Schaden und Sören schafft das Ganze nicht zu überleben. Kaskelin, der ist recht tanky, hat sich gegen die Maske als erstes entschieden. Aber Kaskelin mit der Ult, der Chaos Storm wird hier geflasht, der selbst von Jinx. Aber die Jagd geht weiter. Starke Orianna-Ult auf 3 Member. Genauso wie die Nautilus-Ult trifft hier alle Mann. Und jetzt sieht es hier sehr bitter auf. Misoovo kommt hier noch raus. Kaiser geht hier mit einem Killer-Instinkt hinterher. Wird allerdings noch von dem Feld aufgehalten. Der Sepp trifft nicht. Das Ganze ist egal. Nati jetzt mit dem ersten Reset. Da kommt noch ein Polymorph auf Hyro rein. Und er stimmt auch noch. Aber Misoovo geht noch drauf. Aber alles in allem. Aber du wirst, glaube ich, gottlos in Late Game anyway outscaled. Aber es geht hier direkt wieder weiter. Kaiser jetzt auch ohne Flash. Zur Verfügung der 4 geht durch. Misoovo haut hier noch die Ulti drauf, wodurch der Knockup kommt. Ja. Schauen, ob er jetzt für einen Fight geht. Hook trifft hier auf dem Sovo. Schon mal sehr bitter. Jetzt ist auch die Agro weg und damit kriegt die Lulu hier die Tower Agro. Aber die Jinx Rocket, die Super Mega Death Rocket und damit. Ja, also PR hat wirklich alles in der Hand. Kann man ja einfach safe runterspielen. Ah, geht aber jetzt hier wieder eine für einen Fight. Auf Olli diesmal. Kaiser schafft es auch aus dem Feld raus. Und die Super Mega Death Rocket trifft nicht alle. Chaos Storm macht sehr starken Schaden und hat auch die Kaiser gar keine Schaden. Hero direkt tot. Jetzt hat er ein Blue Trinket, aber das Ganze ist schon zu spät. Und da kommt wer reingeflogen, der Nocturne wieder auf die Kaiser. League of Legends macht hier richtig viel Spaß für die junge Dame. Und die wenn Olli noch reingeht, Ulti jetzt hier gezündet, genauso wie die Maokai-Ulti da reinkommt. Orianna Ulti jetzt in die Backline rein, zieht hier die beiden Carries ran und damit stirbt hier schon mal die Lulu, aber der Rest überlebt. Nautilus musste leider auch sein Leben lassen, aber man muss jetzt hier endlich davon kommen. Sepp wird geflasht und damit kriegt man die Combo noch auf dem Renekton drauf. Und Jim hier mit seinem ersten Kill des Spiels. Der will allerdings mehr. Tunak ohne Mana. Killer Voidseeker geht daneben. Allerdings kann Hero ab jetzt ulten und kommt da direkt hinterher. Und damit hat hier auch Tunak keine Chance mehr. Und das ist ein Tower. Man sieht alles. Man weiß alles. Da kommt auch jetzt ein TP rein. Und jetzt geht hier die PEL für den Re-Engage auf die Kaiser. Die kann allerdings davonlaufen. Olli aber alleine gelassen. Und der hier direkt down. In der Backline währenddessen auch ein Fight. Und Nati geht hier alleine in den Kampf gegen diese Kaiser. Und jetzt sind die Resets da. Diese Jinx ist jetzt completely unstoppable. Wir sehen es. Die hat schon 2.19 Attack Speed und weiter geht's. Starke Orianna Ult, damit kann man zumindest noch den Renekton traden. Aber es geht hier weiter. Der 4 sitzt und Nati braucht noch ein Auto-Tech. Der Chaos Storm ist auch noch da. Und jetzt könnte jederzeit jemand das Ganze starten. Quaskelin nimmt in der Midlane noch eine Wave an und der Renekton ist in der Backline. Allerdings wird er hier gespottet im Flank. Gibt direkt den nächsten Zeppling rein. Tunak auch bereit, mit der Ulti reinzugehen. Die nächste Vision steht und jetzt ist die Ult gezündet und rein geht's da. Alle Mann sind gemeinsam gestackt. Das ist starke AOE-Damage hier von der Jinx. Währenddessen kommt hier auch der Viktor von oben mit dem Chaos Storm und das ist einfach eine Wombo-Kombo in einen Sandwich. Und das Sunfeld auch perfekt. Und das war's. Game 1 geht hier also schon mal an PEL. Starker Start. Sepp getroffen und jetzt kommt Tunak von hinten angelaufen und man muss jetzt hier aufpassen, dass man nicht 1-1 tradet von der Yanlei-Seite aus. Die W trifft, Hookshot geht raus, nochmal mitten ins Nichts und Camille war eigentlich unbedingt Gehill haben. Jochen haut aber nochmal mit dem Kopf gegen eine Wand, aber Tunak zu verhindern. Man sieht jetzt hier der Tunak geht rein. Oh, der Stun hat nicht getroffen, das war egal. Die Ult kommt noch durch von der Syndra und
überlebst und jetzt ist Sören da, trifft ja auch die Kombo auf Kaskelin, genauso wie die Ulti. Da ist jetzt jemand eingesperrt, Flash jetzt dann noch ein bisschen verspätet. Oh, die Super Mega Death Rocket macht hier sehr guten Schaden und Sören hat gleich wieder Kombo ab. Die trifft er allerdings nicht und Tunak flasht hier auf den Set drauf und kriegt den Kill. Währenddessen geht's auf der Top-Lane jetzt auch weiter. Camille mit noch einem Auto-Tag, flasht hinterher und das Ganze reicht. Und Nati kriegt hier jetzt ein schönes Condemn und da ist das Value. Die Vayne geht nicht unsichtbar. Sören, dann hat er wieder die Kombo ab. Nati muss jetzt hier weiter auf diese Jinx draufgehen. Tunak ist auch jetzt da und das ist der nächste Kill. Olli muss jetzt auch über die Wand davon flashen. Ein Autotech fehlt noch auf Sören. Und das reicht für den Double Kill hier für Nati. Okay, Harold wird jetzt erstmal angegangen. Ornhorn ist gezündet. Und dieser Harold geht hier tatsächlich an die andere Lizard. Sören jetzt auch deep drin. Und der wird hier direkt gepolymorphed. Nati kriegt hier den Kill. Quaske, den kommt noch von hinten angelaufen. Allerdings auch ein bisschen in Gefahr. Jinx währenddessen schon down. Und jetzt ist der Orn allein. Der kommt auch Tunak hinterher geflogen. Senkt mit der W raus. Nati hier mit dem Triple Kill. Und Olli versucht zu rennen. Kein Flash mehr. Quadra Kill hier für diese Vayne. Flasht und dasht hier ein bisschen rum. Aber Quaskelin kann dir den Kill sich sichern. Und jetzt geht es hier auf der Toplane ein bisschen rund. 2v1 in dem Fall. Die Camille dodgt hier ein bisschen rein. Hookshot kommt raus, kriegt damit den Kill. Und jetzt ist die Frage, ob Orn das Ganze noch traden kann. Antil ist drauf, Magic Shield auch. Ah, der Flash. Knapp, knapp, knapp. Sehen's, die Vision verschwindet jetzt allerdings gleich. Oh, starke Combo hier. Und da kommt die Ulti drauf. Und Olli überlebt mit einem Autotech. Und Jim ist jetzt auch hinzu. TP'd und geht jetzt hier auf Misobo drauf. Und dann ist er geultet. Condemn in die Wand. Und damit kriegt er seit nichts. Die Ultra Mega Death Rocket schießt dir auch ein Tor. Aber Baron ist geresettet. Oh, der nächste starke Stun. Und jetzt geht's hier rein. Sören versucht auch mit der Combo noch weg. Olli versucht noch irgendwie hier seinen ADC zu peelen. Muss jetzt auch noch davonrennen. Und Nati ist sauer. Nati ist schnell. Nächste Q. Godlike hier, diese Vayne und Sören immer noch an Wegrennen, Nati Flash hinterher und ja, Sören hat noch einen Flash, aber diese Vayne ist wirklich komplett Speed, aber der Jarvan überlebt, ehrlich, er überlebt. Ehrlich, immer noch dann daneben stehst, dann tut's halt einmal weh, dann kriegst du 500 True Damage im Spiel. Oh, ja, der Schaden reicht dann doch wohl noch für ein ADC, währenddessen kriegt ihr auch die Camille den Tower, aber schafft nicht noch den Autotech auf Jhin drauf, Sören geht da weiter drauf, aber der Schaden fehlt, der Zed hat nichts mehr ab und jetzt kann man ja einfach mit der nächsten Kombo von Jarvan hinterhergehen, kann die Camille das Ganze noch irgendwie überleben, nächster Heal kommt durch und Tunak geht ja auch mit der Ulti drauf und Nati währenddessen hier einfach diese Karma auseinandergenommen und Misobo ist jetzt hier einfach der lebende Ward und Jochen auch keine Chance mehr, Quaskelin hier mit seinen zweiten Kill und der Zed versucht sein Bestes, geht jetzt offensiv rein, geht mit der Ulti drauf, das Ganze wird allerdings geschunden, Glas und jetzt ist Nati entfesselt, der kann machen, was er will, Quaskelin nimmt aber vorher diese Karma ab, Sören kriegt hier noch eine Combo, schafft der ist noch raus, nein, nächster Stun sitzt hier auch, Nati mit dem nächsten Kill, Legendary Rain. Jetzt ist Jochen wieder ab, aber der wird das Ganze ja auch nicht deffen können. Misobo kriegt hier noch ein bisschen Schaden, muss hier noch Jim flashen. Und Nati will eigentlich noch einen Kill haben, aber das Game ist vorbei. 2-0 für die Yanlei Lizards.